Berechne den Scheitelpunkt der Parabel P mit ihrer Gleichung y ist gleich 4 mal Klammer auf x plus 3 Klammer zu zum Quadrat plus 2. In diesem Fall müssen wir gar nichts berechnen, weil die Gleichung ist schon in der Scheitelform angegeben. Wenn wir die mal drunter schreiben, y ist gleich a mal Klammer auf x minus xs Klammer zu zum Quadrat plus ys. Xs und ys sind die Scheitelpunktkoordinaten und der einzigste Unterschied, der jetzt auffällt, ist, dass wir oben in unserer Gleichung ein Plus haben, für unsere Scheitelform aber ein Minus brauchen. Das lässt sich sehr schnell dadurch lösen, indem wir einfach sagen, der Scheitelpunkt lässt sich dadurch aufstellen, indem wir von diesem Teil hier die Zahl übernehmen und das Vorzeichen umdrehen. Also die x-Koordinate mit minus 3 beziffern. Die y-Koordinate können wir einfach übernehmen, weil die stimmt trotzdem. Wir können auch noch die Probe machen, ob es stimmt. Setzen wir den Scheitelpunkt mal kurz in die Scheitelform ein. Y ist gleich a mal Klammer auf, x minus, die x-Koordinate ist minus 3, Klammer zu zum Quadrat, plus y-Koordinate ist 2. Und dann sehen wir jetzt, wenn wir das noch vereinfachen, beziehungsweise die 4 vorne noch einsetzen, minus, minus 3 sind plus 3, plus 2, und es ist genau die Gleichung, die wir oben haben.